Just head back to the cabin. Hello, YouTube. Welcome back to Wolf and Sleep, my let's play. When we came back, last left off. Es ist harmlos! Lassen Sie sich mal ansehen. She look fucking creepy as hell. I think that guy's. Sehr schöne Arsch. That's good. Findest du das auch? That's a shame. Seine Augen. Bitte setzen Sie sich. It's cool as hell. Let's sit down. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Obersturmbandführer Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch, Bubi. Was ist das, mein Schatz, ey? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Damit lassen sich Spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Person fließen, feststellen. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Das ist nur ein Test! Antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen werden. Gut! Lass uns anfangen! Wählen Sie das Foto, das... Come on, choose the gun. Fuck that. I was hoping to kill her. Look at her, she knows I'm gonna choose the gun. Ach so. That made me happy. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. The butterfly. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau. What the hell? Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Skulls. Ich hätte sagen sollen, dass das Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Ich sage Ihnen etwas. Wenn Sie ein Nicht-Arier gewesen wären, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder. Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts. Oh, I thought that was really tough. Ich ein Nicht-Arier mit bloßem Auge erkennen. Du etwa? Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, eine bildhübsche Frau wird in seinem Abteil. Lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freundin. William? Yes. Is that for me?
You know there's just one bed. Yes. Are you comfortable sharing? Knew it. Knew it. We're gonna be fuck buddies. Ah, called it. Sometimes birthdays. Sometimes mayhem. Oh, yeah. Sometimes you just need to feel. I fucking knew it. Something good. Called it. Feel good about myself now. Unser nächster Halt ist Berlin. Dort haben wir exakt 2 Stunden Aufenthalt, bevor wir in Richtung Zagreb weiterreisen, unserem endgültigen Reiseziel. I know where to go. A way to get inside Eisenwald Prison. There's a hotel. It's on the same street as Secret Police Headquarters. Yes, though. Everybody knows about it. Secret Police Headquarters is notorious here in Berlin. They bring prisoners inside for questioning. They torture them. And then they drive them back to Eisenwald Prison. If they're still alive. Something's happening. There's a prison transport arriving. Come quickly! Oh, this is a hotel. Oh, that's cool. Okay. They're making a pickup. You find a way to get down on the roof of that prison transport bus. You hide on that roof and you can ride it all the way into Eisenwald Prison. I go down and distract the guard. And maybe he won't see you. He's asleep. Alright, this is gonna be the end of part 8. Oh shit. God damn it. Well, yeah, this is gonna be a short part. Thanks for watching. Make sure you guys rate, comment, subscribe, and like. See you guys later.